Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Last Epoch Let's Play. Jo, mir geht's momentan nicht so gut, deshalb habe ich auch jo, einen Tag Pause machen müssen vom Let's Play. Ja, meine Stimme geht's einfach nicht so gut. Ich bin ein bisschen geschwächt, ständig müde. Und einfach, ja, meine Nerven sind ein bisschen schwach durch die Nervenkrankheit. Aber es geht, ja. Ich werde einfach nicht so viel reden, eventuell. bis es dann wieder besser geht. So. Also. Wir sind hier bei Ages of Wind, also im zweitletzten Monolithen. Und, oder einer der zweiten, ja, in der letzten Monolithen. Und jo, müssen natürlich die 2 und 3 noch fertig machen. Ich habe schon mit dem anderen, mit dem Void Dean, ein bisschen einfach Corrupted Monolithen gemacht, vor allem vom Age of Dragon. Und jo, es kommen viel öfters so gute Punkte, also Echos, die gute Belohnungen geben. Also es lohnt sich schon vorher ein bisschen corrupten. Aber ja, wir wollen ja auch weiterkommen. Deshalb machen wir jetzt einfach alles durch und haben dann diese Empowered Monolithen. So, wir müssen auf die andere Seite. Es ist sehr schlimm, wahrscheinlich ist es die Heizung, die mich so müde macht. Und also ich müsste so schnell wie möglich weg und das heißt auch, ich werde einige Zeit nicht Let's Playen können und Livestreamen. Das ist das größte Problem. Also ich werde wahrscheinlich mal ein bisschen weg sein. Und wirklich in ein Haus, wo man ohne Heizung gut wohnen kann. Das ist das Wichtigste. Aber Mehrwert hat schon echt wenig gegönnt, oder? Also wie einfach scheiße die Heizungen und allgemein auch das Stresslevel durch den starken Verkehr und so ist, das ist Wahnsinn. Also würde man nur Müll sein, der irgendwo hingestellt wird, wenn man krank ist vor allem. Und hat die Reichen umso mehr bekommen, oder? Ist schon Wahnsinn. Also ich habe eben eine der schlimmsten Krankheiten, die es gibt. Und jo. Ich kann halt am wenigsten oder sehr wenig einfach machen. Nein, die bestimmte Krankheiten haben. Ja, ständige Lähmungen zum Beispiel, einfach Schwäche oder Schmerzen, Krämpfe, das kann alles sein, das ist einfach Wahnsinn. Und das kommt meistens durch irgendwelche Sachen wie die Heizungen einfach mehr hin. Wenn ich mal draußen bin und irgendwie etwas einkaufe oder so, dann geht es mir viel besser. Das muss natürlich bei mir zu Hause wohl. Wo ich meinen Job mache und schlafe und so, muss es leider sein. Ja, ich bin jetzt momentan eben ein bisschen zu stark geschwächt. Aber es geht, also. Es hört sich nur ein bisschen schlimm an. Aber es ist noch zu ertragen, aber auf die Stimme ist kaputt. So, gestern ging es mir viel schlechter. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass es so gut geht. Weil der World Demon macht natürlich mehr Probleme. Hat aber irgendwie auch einen. Also nicht einen schnelleren Killspeed, weil er Dodge-Schaden macht und der ist auch ein bisschen schwach.
Aber er macht die Gegner schon recht schnell weg. Dadurch, dass er natürlich Loot-Stacks aufbaut, ist es dann schon fast stärker als da die Ranken. Ich wollte das alles ein bisschen livestreamen, aber ich bin einfach die Zeit nicht. So, jetzt ist fertig. Wir haben Blockchance noch bekommen, scheinbar. Ist aber jetzt nicht gerade so wichtig wie Widerstand, damit wir die Rüstung tragen können, ohne... Okay, Nekrotik ist einfach ein bisschen tief jetzt. Ja, wir nehmen noch den Ding mit da. Leuchtfeuer. Hey, was hat der für einen Bug oder was das ist? Muss ich drauf. Aha, das Level geht weg und nicht die Punkte gehen. Dachte schon. Der hat da irgendwas missverständlich geschrieben. Strafe. Wir werden bestraft, wenn wir herumexperimentieren. Ja, es geht ja schneller, also man ist ja schnell wieder oben. Es ist für mich gar nicht so schlimm, natürlich. Also, als Noob ist es natürlich viel schlimmer. Genau das macht es wahrscheinlich so ein bisschen ja, negativ, oder? Aber wenn man das kennt, oder? Auch ein bisschen kompensieren kann mit Items und so. Das ist ja kein Problem. Aber das ist auch wieder das, was die Entwickler einfach nicht nachgedacht haben. Ist doch nicht schlimm, wenn man nichts, keine Strafe hat, oder? Schon wieder. Der droppt die ganze Zeit dieses Zettel. Ich habe ihn mal einmal verwendet, aber seit. Also vorher eigentlich nie und jetzt nachher auch nie. Er ist schon ein bisschen schwächer, als er aussieht. Dass die Stats sagen so, jo, jo. Kann man benutzen, aber wenn man ihn benutzt, ist er doch schwächer. So, dann. Hey, das war unfair. Ich war im Schlag. Animation. Der ist sehr schnell. Der sollte nicht so schnell sein. Ja, manche Geschwindigkeiten von Gegnern sind schon extrem. Da haben noch Cooldown mit dazu. Und das ist schon sehr unfair. Aber jo, die Gegner können natürlich so schnell schneller werden, wir nicht. Ich habe so oft gehofft, dass ich Smite per Treffer Idole bekomme, oder? Aber nein. Diese ja, Götzen sind. Gibt's nicht mehr. Die droppen nicht mehr. Ich habe zwei gewonnen in meinen 4 Jahren Last Epoch. Zwei. Und die habe ich scheinbar nur, also vor dem Multiplayer-Ding. Update gefunden und musste natürlich wieder neu anfangen sozusagen. Deshalb habe ich die nicht mehr. Und dann kann ich ja diesen einen Vulkanus-Bild wieder weitermachen. Aber er macht schon viel zu wenig Schaden, sonst hat die Chance, also die Häufigkeit von dem Ding gering ist. Von diesem, wie heißen sie? Einfach Smite. Abrechnung, glaube ich, das ist.
So, also. Also langsam geht es wieder besser meiner Stimme, das merkt ihr hoffentlich. Jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr reden. Aber es ist es hat irgendwas zu tun, einfach mit der Feuchtigkeit in der Luft. Ja. In der Wohnung. In dem wird ja nicht so gut geholfen, es ist also sehr weit weg. Sonst hätte ich schon lange so einen Luftbefeuchter oder so gehabt. Aber ich kann es mir auch nicht leisten. Muss ich mir echt jetzt so gut. Ja. Nee, not. Das Banditenschild in Rot. Hat wahrscheinlich viel Leben drauf. Hat einfach bessere Tee, oder? Rang. War nur 4 Rang. Nein. Kein Leben drauf. Ey, du da unten. Nicht immer zaubern. Voll die mega Alien Gegner. Die gibt es relativ selten scheinbar. Also, kenne sie kaum. Man vergisst sie fast immer wieder. Nicht von Rebellanz, also Christmas. Viele Schreine hier sind. Wow. Aber es ist jedes Mal, es ist wirklich fast täglich so, dass jemand sich aufregt wegen diesen Skillpunkte, die man verliert. Einfach leveln, es ist zwar echt ein bisschen schwächer, aber einfach leveln. Es geht so schnell. Was am Anfang auch, also, ja. Braucht man auch nicht so viele Punkte. Das ist man zu OP. Und man eigentlich nicht so, dass die Probleme, wenn man komplett alles neu skillen müsste oder so. Ja, das ist halt so Anfänger. Anfänger wollen halt nichts Negatives haben, weil sie schon überfordert sind. Mit vielen Sachen. Ja, wir brauchen langsam mal den Ring noch. Und ja, mal eine bessere Waffe. Hm. Also wir müssen sie legendary machen oder einfach bessere Werte. Nicht, die Werte sind irgendwie nicht so gut. Hä? Ja. Das geht. Ja, minimal Diener verursachen mehr Kälte und Nekrotikschaden. Ich habe doch eine andere Waffe noch. Wo haben wir denn die? Wo haben wir denn die? Unbedingt noch ein bisschen Schaden. Das dauert das ewig bei großen Bossen. Keine Ahnung, wo ich die habe. Vielleicht bei anderen Charaktere noch, wo besser sind. Hier. 34. Okay. Lol, wir haben einfach mal eine schlechte Waffe ausgerüstet. Gut, haben wir das noch gesehen. Jetzt machen wir auch noch ein bisschen mehr Schaden.
Gehen wir zum Unique. Vielleicht gibt es eine Chance auf ein gutes Unique. Aber es ist natürlich ein bisschen gering. Weiß nicht, habe ich das. Ja, seitdem wir das ausgerüstet haben, das andere Schwert, haben wir das noch bekommen? Scheinbar schon. Oder ich selber habe dann Void Ding. Oder haben wir einfach da nicht geschaut? Ich glaube, ich habe auch nicht geschaut. Ein bisschen Linien-Damage und so. Das ist schon wichtig. Der oberste Wert für uns, ja, ist ja nicht unbedingt nötig. Da wir sehr wenig Schaden machen. Ey. Selber. Was eben, der Ring gibt ganz viel Attack Speed und das ist natürlich ein bisschen mehr Schaden, schon sehr viel. Ja, schauen wir mal. Wir so laufen und alle Gegner sterben uns um uns herum. Schön. Die Ranken sind halt schon stark. Das Level macht wieder ein bisschen Performance-Probleme. Und ist auch sehr, sehr groß. Der Entwickler hat irgendwelche Levels einfach so im Schnelldurchlauf gemacht und hat gar nicht mal geschaut, ob sie wirklich performancefreundlich sind oder so. Einfach nur reingehauen. Ja, das wird wahrscheinlich dann am 21. Februar viel besser sein. Und wenn sie es nicht machen, dann muss man natürlich viel passieren. Okay. Aber das ist wirklich eigentlich fast nur, wenn man Ultra spielt, natürlich. Ich will euch ja schon die maximale Grafik zeigen. Also die Schaden sind ein bisschen reduziert, genau. Eben genau wegen solchen Problemen, die die Schaden machen. Und das ist auch immer noch, glaube ich, sehr hoch oder hoch. Und man sieht keinen Unterschied. Keine Ahnung, wieso so steht und so und nur Performance kostet, wenn man nicht viel sieht. Man schaut ja sowieso während dem Spiel nie auf die Schatten. Und die anderen Sachen sind so die Beleuchtung und so. Das ist ja schon ziemlich sehr anspruchsvoll. So kommen wir etwas Besseres. Ja, das brauche ich natürlich nicht. Nur Schrott. Ja, die Drops kommen jetzt wieder mit einem Empowered Analyten. Wo ist dann die Chance zu gewinnen und ja, auf die Stärke zu schwach.
Also es ist jetzt unglaublich, das Level hat so viele Gegner, so lange und so Performance problematisch. Jetzt haben wir wieder ein schlechtes Level erwischt. Gibt's nur selten, aber wenn sie da sind, dann nerven sie. Aber einfach das Spiel halt noch nicht fertig ist. Schauen. Nein! Vor allem die Götzen damit Kälteschaden auf Minions. Ich glaube, es ist Kälte und physisch und Kälte und Ding. Elektro, also. Geht's schon? So schnelle, starke Angriffe machen. So. So ein bisschen, ja, overpowered, wenn da die Gegner so schnell werden. Gebufft. Ah. Den kenne ich ja auch noch. Das habe ich schon lange nicht mehr getroffen. Was ist das für ein Spellblade? Flammenfähiges Spellblatt, ja. So, also wir könnten eigentlich jetzt dann noch den Boss machen, genau. Dann glaube ich, dass wir die HP noch hochleveln. Genau. Ein brasilianischer Tanz. Der Rankentanz. Tanz um Statuen mit Ranken, die immer wieder kommen. Wie eine Ranke einfach aufräumt, aber halt einfach zu wenig viele Ranken sind. Manchmal auch so ein bisschen Gegner nicht angegriffen werden. Aber ja. Da geht's ja schnell, wenn es dann wieder genug Gegner in der Nähe hat. Und ja, die Abklingzeit-Items, ja, die gibt's gar nicht mehr. Oder wenn, dann sind einfach schlechte Understats da. Müssen wir noch ein bisschen Geduld haben mit dem. Ja. Die Angriffsgeschwindigkeit sollte ich auch noch höher haben.
denke ich mal. Zerbe, also der Angriff ist schon ein bisschen langsam noch. So, also. Ja, es ist noch nicht, okay. Ich dachte, der wäre fast hier gewesen. Aber es ist nur hier. Vor dem Alter, vor dem Mittleren. Gut, also dann machen wir doch ein bisschen noch weiter. Oder hier mal komplett machen ein Level wieder. Nur können wir dann im nächsten Part diesen komplettieren. In diesem Part möchte ich schon noch etwas zeigen. Da könnte ich eigentlich schon machen jetzt. Sie sind ja keine Probleme mehr, die großen Gegner. Hey, nicht so spam. Das ist viele. Ich habe jetzt gerade gar nicht gesehen, ob das zwei, drei waren, aber es ist gerade nur einer gewesen. Ein Schurken? Okay. Hey, nicht so spammen. Ja, es sind halt wieder ganz neue Spieler und die müssen wieder das gleiche wie die gestern. Posten ist jetzt nicht so interessant für mich. Wir haben schon 20.000 Mal gesehen. Aber so wie es wird scheinbar gerne, hat er immer wieder gepostet und kann nicht in einem Forum gepostet werden. So Fragen am besten in ein Forum posten und nicht in ein Game Chat. Das ist ein bisschen doof, was die da machen. Weil sonst postet das jeder 100.000, also, ja, kommt jeden Tag 100.000 Mal. Aber das ist halt so, ja, das Game ist halt ein bisschen anders als die anderen Games. Und wenn man da reinkommt und versteht halt ziemlich lange nicht viel, muss halt alles noch lernen. Und dann kommen halt die Fragen auch sehr oft. Also Sachen sollten lieber dort, wo man sie ständig sieht und nicht dann einfach sofort wieder finden. Das können die meisten Spiele scheinbar nicht. Also es gibt halt auch nicht gutes deutsches Forum, also nur das internationale Forum. Und das ist hauptsächlich Englisch und da posten halt die Spiele auch nicht gerne auf Deutsch. Kann ich gut verstehen. Aber es ist halt so blöd, dass das... der Chat eigentlich öffentlich ist und immer öffentlich ist. Das hat auch nicht mehr funktioniert da mit dem ja, abschaltenden Chat oder dass er nicht mehr gepostet wird. Nervt einfach ein bisschen sehr. Und ich habe wirklich viele Fragen schon beantwortet, aber es waren immer die gleichen. Jetzt bin ich momentan auch nicht ganz so viel am Spielen. Und jo, bin meistens sehr aktiv am Spielen und kann dann nicht gleich schreien. Momentan habe ich wieder Pause gemacht. Weil manche Fragen werden von niemandem beantwortet, weil sie einfach zu schwer sind und ich kenne mich halt ein bisschen jo, aus mit dem Spiel. Kann sie wenigstens ein bisschen versuchen zu beantworten oder nachschlagen zuerst. So, ich glaube, das Level ist jetzt genug gemacht. Kleinere Levels mache ich komplett am besten. Ich weiß nie, wie ja, lang es geht am Anfang. Ja, wenn jetzt gerade wieder mehr Gegner kommen, dann ist gut zum Füllen. Aber ganz voll mache ich es nicht. Das dauert zu ewig. Wo ist der andere Gegner hin? Ja. Okay, dann habe ich irgendwie, der ist hin zu mir teleportiert und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Da die Rankenviecher, die Eisboden Eis machen. So.
Oder er ist gestorben, bevor ich dann wieder zurückgeschaut habe, ist dann schon gestorben. Ein paar restlichen Ranken oder so. Also der Ding, das Brigand macht ungelevelt eigentlich auch gut Schaden. Oder? Ja. Also das Level macht auch ein bisschen Probleme. Wahrscheinlich, weil ich so lange Wolzen aufgenommen habe und Minecraft gespielt habe. So. Dort ist der Server wahrscheinlich bald am Kommen, aber Leon hat ein bisschen wenig Zeit und Lust eher. Yes. Er wollte unbedingt, dass ich natürlich einen Minecraft-Server wieder mache. Aber scheinbar hat er keine Lust zu arbeiten. Dabei macht die Arbeit so viel Spaß. Ja, ich kann bestimmte Java-Dokumente und so nicht öffnen. Und muss deshalb jemand haben und er ist der Einzige. Jo. Gut, also dann machen wir das nächste Mal hier mit den zwei Sachen weiter. Also hier Amulette, hoffe ich, dass es irgendwas Gutes wird. Bei Eis könnte das Blitzamulett da sein, was man für Smite braucht. Und das, ja, damit wir ein bisschen Sicht haben. Und, ah, okay, ich dachte, ein Ding wäre es ein Götzen-Echo, aber nein. Gut, also dann haben wir schon mal ja, die Hälfte geschafft. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Sehr gut. Schön. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Trago. Tschüss.